Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt im Epilog des Spiels. Wir sind fast durch. Beim letzten Mal hatten wir sogar schon die Credits von dem DLC. Jetzt genießen wir aber ganz kurz hier noch diesen wunderschönen Sonnenaufgang über Tussor, über das Herzogtum. Wir haben es beim letzten Mal nämlich geschafft, dass wir das Happy End hatten zwischen Henrietta, also Anna Henrietta und Sienna. Easy. Anna Henriette hat auch irgendeine Kurzform. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche das war. Ich habe sie im Titel gepackt. Musste ich aber auch googeln. Naja, jetzt müssen wir zu unser Zuhause zurück, also zum Weingut, weil da wartet noch etwas auf uns. Und ich glaube, das ist dann das Letzte, was für dieses DLC ansteht. Ich tippe aber mal, es ist noch nicht der letzte Part, weil ich möchte euch noch die anderen Enden zeigen. Da habe ich ja gespeichert davor, bevor wir beispielsweise mit Sienna geredet haben im Turm. Deswegen, ich schnappe mal unser Pferd. Nein, darfst du nicht. Und dann reiten wir ganz kurz zurück. Das müsste auf jeden Fall passen. Ich kann schon mal sagen, das, was wir da erwarten, ist so ein bisschen abhängig. Ach nee, ich spoilere nichts. Wir warten, es dauert ja nicht mehr lang. Das erzähle ich euch dann danach. Dann haben wir da ein bisschen was zu tun. Genau, ich hoffe, euch geht es sonst gut. Wir genießen jetzt noch so ein bisschen das Ende. Es ist so ein bisschen bonusmäßig. Das heißt, wir lassen uns hier gar nicht jetzt stressen, irgendwie einen großen Fortschritt zu erreichen. Also ein bisschen Fortschritt möchte ich schon haben. Versteht mich nicht falsch, aber es, wir machen schön entspannt und nehmen nochmal alles mit, weil wir auf jeden Fall, ich würde mal tippen, so in den letzten 2, 3 Parts auf jeden Fall sind. Ich tippe mal, in dem Part werden wir noch so ein bisschen das andere Ende hinkriegen. Ich habe zumindest vor, das hinzubekommen. Und dann werden wir in einem Part, werde ich auf jeden Fall noch versuchen, das katastrophale Ende, nenne ich es jetzt einfach mal, zu kriegen. Das bedeutet, ich müsste nochmal von dem Ort, wo wir den Wall, wo wir den Riesen getötet haben, spielen. Naja, ein bisschen was zu tun. Aber, genau, dann haben wir aber auch noch eine Sache, die ich zeigen will, und zwar ein bisschen Bild bauen. Wir haben, glaube ich, noch von dem Heart of Stone DLC diesen Runenschmied nie besucht. Da können wir auch mal hin. Das machen wir vielleicht sogar vor dem schlimmen Ende. Dann kann man sagen, das schlimme Ende ist sozusagen das Ende. Ich muss sagen, irgendwie wirken die Farben für mich komisch gerade, aber das ist wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache. Ich habe gerade noch mit einem Freund ein bisschen Age of Empires gespielt. Das war eine wilde Runde, kann ich euch sagen. Und da ist alles sehr farbenfroh, darum ich tippe mal, weil ich habe auch nichts umgestellt an meinem Bildschirm oder so, dass das alles seine Richtigkeit hat. So, jetzt können wir aber mal Gas geben. Hier außerhalb der Stadt ist es nicht wirklich spannend. Wir müssen hier hoch. Das sollte ich machen. Und hier sind wir auch schon. Das haben wir ja bereits vollständig ausgebaut. Ich gehe mal ein bisschen in die Mittagszeit, falls das Spiel nicht automatisch zu einer gewissen Uhrzeit hinspult. Sehr schön. Ja, das sieht jetzt auf jeden Fall mehr nach dem aus, was ich im Kopf habe. Das ist einfach dann der Morgen. Ja, der Morgen war einfach schuld dran, dass die Farben so waren, wie sie waren. So, was haben wir jetzt hier? Was für Leute, die nicht wissen oder Witcher nicht kennen, wird das sicher eine Überraschung. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Na, dann schauen wir mal. Unerwartet wie immer. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman.
Ja, es ist Yennefer, die hier zu uns kommt. Das muss aber nicht sein. Das hängt nämlich mit dem Ende zusammen, das ihr im Hauptspiel habt. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man also im Hauptmenü einfach nur das DLC auswählt, welches Ende da kommt. Aber das liegt so ein bisschen damit zusammen, welche Liebschaften ihr im Spiel eingegangen seid. Solltet ihr mit Triss und Yennefer geschlafen haben, werden euch beide mehr oder weniger hassen. Das hat ja auch so ein bisschen was mit dem Ende zu tun von The Witcher 3 Wild Hunt. Dann hassen euch beide. Dann kommt Ciri. Bei uns war es ja nur Yennefer, deswegen kommt nur Yennefer. Und es kann auch auf jeden Fall Triss kommen. Ich weiß nicht, ob noch jemand kommen kann. Triss kommt halt, wenn ihr nur mit Triss rummacht und nicht mit Yennefer. Du hast auf jeden Fall viele Bücher mitgebracht. Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch, aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Das freut mich. Gefällt dir Toussaint? Warst du schon mal hier vielleicht? Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch. Die Städte sind charmant. Keine Frage. Aber? Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Ich bringe dir, was du willst. Ich tippe mal, das kriegen wir hin. Ein Haus zu haben ist seltsam. Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben. Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall, aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch? Vor dem Kampf gegen die wilde Jagd? Da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation. Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Ich wusste direkt, was sie meint. Naja, wir haben es geschafft. Das ist das gute Ende. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob er sagen würde, das ist das gute Ende, wenn eins der anderen Enden in Toussaint passiert wäre. Oder ist es das gute Ende, weil es mit Yennefer ist? Dieser Truthahn, der ja auch im Hintergrund immer hin und her backt. Irgendwie so typisch. Ich habe gleich eine Sache, wenn wir damit durch sind, was ich euch noch über das Spiel sagen kann. Hättest aber du erst mal gedacht, das. Dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden. Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn. Beinahe? Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau. Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest. Du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha! Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Barn Art.
weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Das ist schön zu hören und tut, glaube ich, auch gut. Ich muss mal sagen, mir kam gerade noch mal im Kopf, wie generell so das Abenteuer mit Yennefer war. Und wenn man bedenkt, wir haben ja diesen einen Zauber aufgehoben auf diesem Holzschiff weit oben, falls ihr euch daran erinnert. Kurz danach hatten wir, glaube ich, die Begegnung auch mit dem Einhorn. Ist das schon krass, wie positiv die sich entwickelt haben, obwohl sie nicht mehr unter dem Zauber stehen. Da merkt man mal, der Zauber hatte damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Wir reden später. Also, reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Schön Quest aktualisiert. Und damit auch abgeschlossen. Und damit haben wir keine offene Quest gerade. Das ist auch mal was. Und Yennefer genießt es hier. Ich finde interessant, dass wir hier sind. Weil mit Ciri, das war ja mein erstes Ende, ist man da oben. Moment. Ich muss mal gucken, ob ich den Save-Speicherstand noch laden kann. Das wäre vielleicht interessant. Aber da ist man hier oben. Die Bestie war, die Bestie ich glaube hier. Hier müsste man sein. Gut, wir laden jetzt aber erstmal, beziehungsweise ich speichere hier mal an der Stelle. Wir laden manuelle. Welches wird denn das sein? Das nicht? Ah doch, Moment. Das hier war's. Das möchte ich laden. Dann gehen wir nämlich auf das schlechte Ende zu. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es gibt ja jetzt seit kurzem diese Modding Engine und ich habe heute bei der GameStar gesehen, dass Witcher noch ein verborgenes Endpuzzleteil hat, sage ich jetzt mal. Da geht es ein bisschen um die Story zur Loge, die dann aus dem Spiel entfernt wurde und jetzt durch diese Modding Engine eben wieder hergestellt werden kann, zumindest zum gewissen Teil. Also falls euch das interessiert, schaut da gerne mal in das heutige News-Video beziehungsweise für euch gestern. Vom 2.7. also. Ist, ganz schön vorschriftswidrig. So, da sind wir wieder. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaf ist tot. Reicht das nicht? Sianna. Hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Naja. Weil du sie beneidest, sagen wir jetzt einfach mal. Also ihr habt ja gesehen, was man auswählen muss oder kann, um das gute Ende zu erhalten. Jetzt versuchen wir sie zu provozieren. Du beneidest sie um ihre Macht und Schönheit und Freundlichkeit. Ich sehe, dass ich mich in dir geirrt habe. Du verstehst gar nichts. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr, wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Naja, jetzt können wir zum Beispiel das andere nicht mehr auswählen. Ich glaube, im ersten Durchlauf hatten wir hier noch eine andere Auswahlmöglichkeit. Endlich bist du aufrichtig. Lügen sind nur sinnvoll, wenn die Chance besteht, dass jemand sie glaubt. Außerdem finde ich es erfrischend zu sagen, was ich wirklich denke. Warum bleibe ich nicht dabei? Ich war nur nett zu dir, damit du mit mir schläfst. Ich dachte, du könntest mir noch nützlich werden. Dein Freund Regis benutzt dich. Und Anna Henrietta hält dich für einen hirnlosen Golem. Damit hat sie recht. Also ich verstehe, was sie versucht, aber ich glaube ihr kein Wort. Du tust gerne anderen weh, was? Und du bist eine jämmerliche kleine Schlange. Das wird sie auch nicht relativ.
Interessieren ist eigentlich wahrscheinlich egal. Ich hätte was ganz anderes gesagt, aber naja, dann nehmen wir das hier. Es macht dir Spaß, andere zu verletzen, nicht? Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Die Hexermutationen, du weißt schon, es ist schwer, mich zu ärgern. Keine Sorge, ich finde eine Möglichkeit. Ein schönes Leben, Sienna. Und wieder dieser großartige Ausblick. So, da sind wir wieder, aber ohne die... Kommandant der Natur will ich sehen. Können wir direkt gehen? Können wir, aber ohne die schöne Musik hier an der Stelle. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen. So kürzen wir das Ganze auch noch ein bisschen ab. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Diesmal sagen wir ihm gar nichts, sondern der Königin. Also gut, wir können anfangen. Ich glaube, die unterscheidet sich jetzt nicht. Wenn ja, können wir sie... Nicht wie ein bezahlter Schläger, sondern wie ein Mann, der die höchste Auszeichnung der Herzogin skippen. Verdient. Können wir sie am... Am besten hüllst du dich in würdevolles Schweigen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Na klar. Wieder die PNG-Rosen. Habe ich mal übersprungen. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Okay, das können wir auch skippen, das hatten wir schon. Falls euch das interessiert, dann schaut gerne in den entsprechenden Part. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Mehr Wachen sind es aber auch nicht, oder? Beim letzten Mal hieß es, der würde ja die Wachen verdoppeln. Tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Buclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Buclairs ist. Auch wenn wir das schon hatten, ist es sehr schön, nochmal das Ganze zu sehen. Danke dir aufs Herzlichste, Geralt. Damien hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Das können wir auch mal skippen. Jetzt sagen wir ihr das. Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Sienna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlaff benutzen. Du solltest das fünfte Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Wahrnehmung und Fakten sind zweierlei Sachen. Ich werde gleich mit Sienna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester.
Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann Delatour, bring Sylvia Anna herein. Sie tut mir ja so ein bisschen leid, von jemand Fremden zu erfahren, dass die Schwester einen selber umbringen wollte. Ist schon traurig. Ich bin mal gespannt, ob sie danach fragt, von sich aus. Mal wieder die komischen Schatten hier an der Stelle. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ja. Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlaff war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Xiana muss wie eine Straftäterin behandelt werden. Am wichtigsten ist, was zum Besten des Herzogtums ist. Es sind auf jeden Fall andere Auswahlmöglichkeiten. Beides geht aber auf selbe hinaus. Und ich finde es wichtiger, das Herzogtum hier zu erwähnen, weil das würde sie vielleicht noch weiter runterziehen. Also so ein bisschen auch aus Eigenschutz einfach indirekt über sie reden. Gnädige Herrin, als Staatsoberhaupt sollte dein Reich an erster Stelle stehen. Sianna ist unabhängig von ihren Motiven eine Bedrohung für deine Untertanen. Ja, das stimmt. Die Untertanen zählen. Das darf ich nicht vergessen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen, aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben? Ja, das Ende vom letzten Part hat mir eindeutig besser gefallen. Es ist auf jeden Fall krass. Dieses Ende. Es ist offiziell das schlechte Ende, nicht das schlechteste. Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir dann beim dritten Ende. Etwas später auf jeden Fall. Ich brauche ein paar Blumen, einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ach,
Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Ich hätte nicht gedacht, dass Jana so entschlossen ist. Anna Henriette war zu vertrauensselig. Ich habe die Herzogin im Stich gelassen. Alles. Die Frage ist, wem möchte ich die Schuld aufbürden? Uns selber? Sianna? Oder Anna Henrietta? Am Ende sind wir nicht, würde ich sagen, dafür verantwortlich. Gut, wer will... Also ich habe es provoziert wegen dem Ende. Das, also ich bin schon irgendwie dafür verantwortlich, aber... ich meine, wäre das eine reale Situation, ist nur Sianna die Täterin. Für so gnadenlos hat keiner Sianna gehalten. Damien nicht, ich nicht, schon gar nicht die Herzogin. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Krass, schöne Statue. Ist die schon die ganze Zeit da? Ist mir vorher nie aufgefallen. Oder wurde die jetzt gebaut, weil sie gefallen ist? Weil hier war doch die Schlacht auf dem Marktplatz. Da war doch gar nichts. Spannend. Aber das Wetter ist auch... lässt zu wünschen übrig. Auch hier wurden die ganzen Blumen niedergelegt. Hey, Schneewittchen. Du da, mit dem exquisiten Haar. Ist ein bisschen unpassend, dass die Mission hier... hier kommt. Aber naja. Ja, Sianna hat ihr fünftes Opfer gefunden, hat aber dafür selber mit dem Leben gebüßt. Kein guter Tausch, wenn ihr mich fragen würdet. Aber ihre Motivation ist bei diesem Ende halt, ihrer Schwester so gut wie möglich zu schaden. Das ist super schade, aber es spricht halt so ein bisschen für ihr Motiv. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Da geht es dann unten in die Katakomben und da besuchen wir ihre Krypta. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten wieder ein. Wenn ja, bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.